Buenos dias, Matthias. Wir sind wieder da. Am Strand von Mallorca, wie jedes Falsch, jeden Tag. Ja, Thema heute, Freiwassertipps. Insbesondere zum Thema Landstart und Reinlaufen ins Wasser, Übergang ins Schwimmen, um möglichst wenig Zeit zu verlieren und möglichst gut in die eigentliche Schwimmbewegung reinzukommen. Dazu bietet es sich an, sogenannte Delfinsprünge mit einzubauen. Ja? Dafür lauft ihr so weit ins Wasser rein, dass ihr noch bequem die Knie über die Wasseroberfläche bekommt und auch damit die Füße noch drüber bekommt, um möglichst wenig Widerstand beim Reinlaufen zu kriegen und möglichst wenig Geschwindigkeit zu verlieren. In dem Moment, wo ihr das nicht mehr schafft, die Füße übers Wasser zu kriegen, bietet es sich an, dann eben diese Delfinsprünge zu machen, um neuen Schwung mitzunehmen, ein Stück zu gleiten, sich wieder aufzustellen, nächsten Delfinsprung bis zu dem Punkt, wo eine vernünftige Schwimmbewegung möglich ist. Das Ganze zeige ich euch jetzt gleich live im Wasser, wie das aussehen kann.